Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Retro-Sonntag. Und heute gehen wir mal ganz, 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 ganz weit zurück in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1982. Ja, das Jahr meiner Geburt. Ja, da kam nämlich dieses Spiel auf den Markt, Choplifter von Dan Gorlim und Dane Bickham. Broderbund Software hat das entwickelt und gab es für alle möglichen Systeme. Wir starten direkt mal. Okay. Ich kann mich noch erinnern, das war früher schon auf Joystick Port 1, was sehr ungewöhnlich war für den C64. Die meisten Spiele sind im Port 2 gelaufen. So, genau, wir sind ein Kampf-Hubschrauberpilot und müssen jetzt hier über Feindesgebiet fliegen. Und die Aufgabe ist, Leute zu evakuieren, die hier in diesem Kriegsgebiet eingeschlossen sind und von diesen bösen Panzern bedroht werden. Dann gibt es noch Kampfflieger. Gegnerische Kampfflieger, das sind schon die ersten und winken. Und wir landen einfach, dann kommen die automatisch zu uns in den Hubschrauber. Und in der Mitte sehen wir die Anzeige. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauf doch schneller! Okay, einer ist tot. In der Mitte sehen wir die Anzeige 4. 4 sind im Moment im Hubschrauber bei diesem Karo. Links sehen wir das Pik, das bedeutet getötete Zivilisten. Und rechts sehen wir das Herz, das bedeutet logischerweise gerettete, denn wie müssen wir in unser Bar in zu unserer Basis fliegen. Der Hubschrauber kann maximal 16 Personen auf einmal aufnehmen, was extrem viel ist. Also 16 Leute in einem Hubschrauber wäre schon was für Wetten, dass. 7 haben wir. Ja, einer ist leider schon nicht mehr unter uns. Wenn wir ganz dumm uns anstellen, können wir auch selbst die Leute töten, indem wir sie abschießen. Oder das passiert mir leider sehr oft in der Hektik, dass ich auf ihnen lande. Soll natürlich nicht passieren. So, schnell, beeilt euch mal ein bisschen. Keine Zeit. 12. Okay. Ist natürlich jetzt hier schwer, den Panzer zu treffen und nicht einen der Leute. So, 15, das reicht erstmal. Wir fliegen zurück zur Basis. Und da haben wir schon die ersten Leute gerettet. So, es bleibt natürlich nicht so leicht. So, die sind schon mal sicher. Auch eine sehr kleine Basis. Aber ich denke mal, die ist eher ein bisschen weiter im Hintergrund. Das soll nur so aussehen. Nicht, dass das Haus genauso groß ist wie eine dieser Leute hier. Wir sind komisch. So, jetzt wird's schwer. Jetzt kommt der zweite Anlauf. Jetzt kommen hier diese miesen Kampfflieger. Die haben mich so oft schon an den Rande des Wahnsinns getrieben, weil die verdammt gut zielen. Im dritten Anlauf wird's dann noch fieser. Dann kommen auch noch gegnerische Drohnen auf uns zu. Und, ja, Panzer und Flugzeug, das ist eine tödliche Mischung in diesem Spiel. Ah, oh, diese Sounds, das ist so schön. Das ist so retro. Leute, mehr retro geht echt nicht. Ui, hoch! Ah. Trefft den Panzer, bitte. Danke. Ja, ich kenne am meisten diese Version. Die hatte ich früher auch oder habe sie heute sogar noch im Keller auf Originaldiskette liegen. Und, es ist eins der wenigen Spiele, die zuerst auf einem Heimcomputer erschienen sind und danach in der Spielhalle. Normal ist es ja immer umgekehrt gewesen, dass die Spielhallenklassiker portiert wurden für die Heimcomputer-Version, aber hier war es anders. 82 kam die Heimcomputer-Version für den, ich glaube, Apple II war der erste Computer, der das Spiel hatte. Und erst 1985 hat Sega dann eine Arcade-Version gemacht für die Spielhalle. Und ja, neben dem Commodore kam das Spiel dann auch noch raus auf dem Atari 5200, auf dem Atari 7800. Ja, klar, für PC-DOS natürlich auch. Für das NES, für ColecoVision, Intellivision glaube ich auch. Bin ich sicher. Aber ColecoVision auf jeden Fall. Also, ist ähnlich wie Paperboys, kam. Das war, ja, ein Multiplattform-Game. Und, ah, geht dort, du Panzer. Ich muss Leute retten. So. Ja, das Haus wurde jetzt gerade aufgesprengt und da kommen sie alle raus. Das ist gut. Okay, oh, ich habe schon Angst gehabt. Ach, da sind jetzt auch noch Leute, die Armen. Ich kann doch keinen mehr mitnehmen. Jetzt sind schon 4 getötet worden. Aber immerhin. Und jetzt, nein! Ich korrigiere 19. Herr General, ich muss meine Angaben korrigieren. Es sind 19 Tote. Das gibt Anschiss. Das gibt Anschiss. Alright. So, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Leben. Dann ist das Spiel vorbei. Und jetzt 19 Tote bereits. Ist natürlich keine besonders gute Bilanz. Kann man nicht stolz sein. Auch wenn ich hier noch ein Rookie bin im Hubschrauber.
So, sind überhaupt noch... Oh nein, oh nein, oh nein, tot. Der hat mich abgeschossen. Genau, wir haben drei Versuche. Third Sortie. Hm. Unser General glaubt wohl trotzdem an uns, dass er uns auch nochmal überhaupt in den Hubschrauber einsteigen lässt. Nein. Okay. Ich hatte sowieso keine Motivation mehr. So, was mussten wir mal seinem Vorgesetzten sagen bei der Armee? Ich habe keine Motivation mehr. Ich habe 19 Leute getötet. Es bringt nichts mehr. Okay. Komm. Wir versuchen es nochmal. Auf geht der wilde Flug. Der Anfang ist ja noch einfach. Oh, bevor die blöden Kampfpiloten kommen, die habe ich am meisten gehasst. Mal gucken, ob wir noch die Drohnen sehen. Die kommen dann, nachdem wir den zweiten Anlauf gerettet haben. Man sollte natürlich nicht nur hier 6 Leute mitnehmen, sondern wirklich möglichst den Hubschrauber immer vollpacken, bis zum Maximum. Okay, aber wie gesagt, das war eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Commodore 64. Immer wieder gerne gezockt. 12, 13, 14, 15, könnte reichen. Weg da. So, dich nehmen wir auch noch mit, mehr geht nicht. Wow, noch kein Toter. Alle 16 in Sicherheit und raus mit euch. Kaffee trinken. Für das Sega Master System gab es das Spiel übrigens auch. Ich habe es hier mir aufgeschrieben. Es sind so viele Systeme, auf denen das Spiel rauskam. Ja, nicht winken, reingehen. Schön, wie die immer winken. Trotz so kleiner, undefinierter Pixel sieht man das immer schon ganz deutlich. Also es ist schön gestaltet. Man denkt, wie alt dieses Spiel ist. Stolze 35 Jahre. Zumindest die Originalversion. Ich weiß nicht jetzt genau, aus welchem Jahr hier die Commodore-Version ist. Oh, mach mich nicht kaputt. Diese blöden Panzer, die sind auch so schwer zu treffen. Wenn wir länger den Feuerknopf gedrückt halten, können wir uns so umdrehen. Aber ich finde die Animation des Hubschraubers für so ein altes Spiel echt gut. Und es steuert sich super. Absolut top. Dieses Neigen des Hubschraubers für ein Spiel aus dieser Zeit ist das wirklich super genial. Und deswegen war es auch so erfolgreich. Hau ab da. So. Kann es jetzt nicht sein, dass wir sogar selber ein Haus aufschießen konnten, damit die Leute rauskommen? Wir müssen ja die Leute irgendwie zu ihrem Glück zwingen. Uiuiui. Ui, ui. Nee, ich glaube, das ging nicht. Der Panzer hat die irgendwann mal aufgeschossen. Und dann sind sie rausgekommen. Und da sind sie... Oh. Panzer, wo kommen die ganzen Panzer her? So, nicht drauf landen. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Bitte nicht schießen. Bitte, 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 bitte. Oh, alright. Jetzt müssen wir Prioritäten setzen. Entweder ein toter Zivilist oder 9 Tote plus Hubschrauberpilot. Da weiß ich, was ich tue. Okay. Nicht schießen. Oh, diese Panzer, die spawnen ständig nach. Das ist nicht nett. Panzerinvasion. Komm, schnell. 13, 16. Wow, noch kein Toter. Das ist mir selten gelungen damals. Gute Leistung. Und nicht, bitte. Es ist so grausam. Es ist so grausam. Ich habe 16 junge Damen wieder zu Witwen gemacht. Was fällt mir denn ein? Gut, ich weiß gar nicht, ob hier nur Männer unterwegs sind. Es ist ja, glaube ich, ein Wohngebiet. Es sind bestimmt auch Frauen dabei. Und vielleicht sogar Kinder. Es ist grauenhaft. Was tue ich denn nur? Diese verdammten Kampfpiloten. Die zielen verdammt gut. So, noch Leute da. Irgendwo. Komm. Machen wir mal nach ganz links. Ich glaube, hier. Uff. Na. Jetzt habe ich sogar selber das Haus aufgeschossen. Weggesprengt und aber die Leute evakuiert. Okay. Och komm. Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen? Hallo, wir sind hier im Kriegszustand. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Bitte, bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Okay, schnell. 14, 15. Komm du. Oh, schnell mitnehmen. Jetzt Vorsicht. Kampfpilot. Kinders. Lieber ein bisschen höher fliegen. Schnell, 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 schnell. Nein, bitte. Das Spiel ist so unfair. Das Spiel ist so gemein. Ein Versuch noch. Es sind doch gar keine Leute mehr da.
16 gerettet, der Rest liegt auf dem Friedhof. Dank mir, so schlecht bin. Oh. Auch hier gilt mal wieder der bekannte Spruch von mir. Ich hätte mal üben sollen vorher. Aber man braucht ein bisschen Glück. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir die Drohnen noch sehen. Dass dann, nachdem wir den zweiten Schwung gerettet haben, kommen dann auch noch Drohnen neben den Kampfpiloten. Ne? Kampfpiloten alleine reichen ja nicht. So, kann ich das Haus hier mal aufschießen? Könnt ihr mal euch aus dem Hause bequemen? Ah! Vielleicht kriege ich den Panzer dazu. Aber ich weiß gar nicht, ob die Leute drin sind. Hm. Ich glaube, es sind wirklich alle tot. Das weiß ich nämlich nicht, wie viele Leute hier generell... Oh, doch, doch, doch. Panzer hat geholfen. Panzer hat sie aufgesprengt. Ist mir jetzt egal, wenn ich hier jetzt Leute abschieße. Ist mir wurscht. Ich will noch ein paar retten. Panzer, weg. Ah, oh Gott, diese Leute. Dann laufen sie noch so langsam. Ja, das Geräusch des Hubschraubers, so schön gemacht. Okay, wenn wir eigentlich am Boden bleiben, kann nichts passieren. Bis am Boden kann der nicht schießen. Das hätte ich vorhin schon machen sollen. Immer wenn der kommt, sofort am Boden landen. Okay, jetzt hat der Panzer eingetroffen. Oh, schnell auf den Boden. Auf den Boden ducken und jetzt. Komm, dich nehmen wir... Nee, dich nehmen wir nicht mehr mit. Ich bin auf ihm gelandet. Herr General, ist ein kleines Missgeschick passiert. Ja, gleich noch eins. Bitte, bitte, bitte. Okay, wenigstens die 11 sind im sicheren Hafen. Okay. The end. Das war's. Mehr Leute gibt's nicht. Ja, und das Ziel des Spiels war es eben, möglichst alle... Jetzt kann man es ja mal sehen. 37, also sind hier insgesamt... 57, 64, passend zu Commodore 64, 64 Leute und ja, das Ziel des Spiels war es eben, alle 64 zu retten und kein Todesopfer dabei zu haben. Es ist mir jetzt suboptimal gelungen, aber gut, ich war ja auch neu hier im Hubschrauber. Ach ja, schön, diese alten Spiele machen immer noch Spaß und sind extrem herausfordernd. Man kann es immer wieder spielen, so einfach ist das halt nicht. So, das war jetzt Joblifter im Retro-Sonntag. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal, sage ich, macht's gut, ciao.